Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Von Ulanzi eine LED-Videoleuchte. Und dann würde ich sagen, geht's gleich weiter nach dem Intro. Das heutige Video wird unterstützt von GoingBus oder GoingBus.com. Hier habt ihr die Möglichkeit, Netflix, Disney Plus, ChatGPT Plus, Paramount, Spotify, dieser gibt noch etliche mehr, Abos abzuschließen, die richtig günstig sind. Und wenn ihr meinen Code benutzt, Dave, ich verlinke euch das, beziehungsweise steht auch in der Artikelbeschreibung, kriegt ihr bis zu 90% Rabatt. Schaut euch das an. Vielleicht gibt es das eine oder das andere, was euch gefällt. Und dann nutzt es. Ich nutze gerade Disney Plus und ChatGPT Plus und es bringt Spaß. Und dann würde ich sagen, jetzt geht's weiter mit dem Video. Ich hatte ja schon einige Produkte von Ulanzi vorgestellt. Diesmal ist es eine Videoleuchte, zwar eine Mini, aber die ist schon mal nicht schlecht. Das ist hier die Leuchte. Da kommen wir gleich zu. Dann ist hier USB-A auf USB-C. Und dann ist ja hier auch noch die Anleitung. Wir klappen die mal ganz kurz auf. Dann sehen wir auch, in welchen Sprachen das ist oder nicht. Ja, hier ist einmal Chinesisch und Chinesisch. Aber ich glaube, na gut, hier ist Englisch, hier im unteren Bereich. Aber ich gehe mal stark davon aus, das kann man selbst regeln. Dafür braucht man die Anleitung nicht. Also weg damit. Jetzt gucken wir uns nur mal die Mini-LED-Leuchte an. Hier ist der USB-C-Anschluss. Hier an und aus. Und dann haben wir auch ein Display. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Jetzt haben wir 9000 Lumen. Circa 51% ist der Akku. Und ihr seht, ich halte das mal ein bisschen so, dass ihr das Licht anseht, aber nicht. Dann können wir auch die Lichtstärke, also die Helligkeit, reduzieren. Dann gehen wir jetzt mal so auf 5,7. Wir können da kleiner weiter runter. Hier können wir wieder mit hochgehen. Und hier können wir, wenn wir hier drauf drücken, haben wir jetzt ein gelblich-oranges Licht. Ich halte das mal so hin. Und jetzt sind wir bei 27% Grad. Den drücken wir nochmal. Jetzt haben wir Blink, Rot-Blau. Jetzt haben wir wieder ein normales Licht. Wenn wir das dann wieder heller machen, dann leuchtet das auch hier schön aus. Ich halte das mal ganz kurz rein. Ja, so hat man eine nette kleine Videoleuchte, ist auch recht leicht, finde ich auch sehr gut. Und wenn wir jetzt in diesem Lichteffekt sind, dann können wir jetzt ohne Blinken, also müsst ihr diese beiden Tasten drücken. Dann ändert sich die Farbe. Jetzt haben wir ein bisschen grün. Jetzt wird das hellblau, bis es richtig dunkel ist. Ich hoffe, ihr könnt davon ein bisschen was erkennen. Jetzt haben wir grün. Hier ändert sich dann hier diese Gradzahl. Jetzt sind wir so rot-orange. Also wir haben praktisch hier fast 360 Grad. Das entspricht dann ja, den Farben. So ist das jetzt hier gekennzeichnet. Jetzt ist es so ein lila. Und das Schöne ist, dass dieser Fuß kann auf ganz vielen draufgeschraubt werden oder montiert werden. Das gucken wir uns jetzt mal. Den habe ich euch ja schon vorgestellt. Das ist auch von Ulanzi, wo ich dann ein Smartphone, also sprich mit MagSafe, andocken kann. Das ist ja hier als Metall und dann auch ein bisschen magnetisch. Und hier können wir das schön drauf und dann können wir das hier festmachen. Also hätten wir jetzt noch eine zweite,
dann hätten wir jetzt zwei Lampen. Auch hier könnte man, gut, hier ist es etwas schwieriger, hier unten könnte man das festmachen. Aber man kann das auch, ich zeige euch nochmal was anderes, von GoPro, den Medi-Mod. Dann kann man das hier schön draufschieben und dann festschrauben. Und dann kann man ja auch schön die verschiedenen Farben. Und dann haben wir weiß oder andere Farben. Hier hat man ja auch wieder Anschlussmöglichkeiten. Das heißt, wenn ich hier was festmachen wollte und ich den jetzt hiermit besetze, habe ich ja die Möglichkeit, hier noch was anzustecken und hier. Also sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Sehr gut geeignet für YouTuber, Blogger, Vlogger. Und dann ja, kann man auch abends mal ein bisschen ausleuchten. Vielleicht nicht das Beste, aber auch nicht das Schlechteste. Und wir haben einen 2000 mAh Akku drin. Ja, dann würde ich sagen, das soll es ja auch gewesen sein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techdi. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techdi.